Und solche Sachen, ne, wo man heute rauft man sich die Haare und denkt, was, ne, auf jeden Fall, das nahm dann so seinen Lauf. Und dann weiß ich noch, wie ich genau, da habe ich war von einem, der arbeitet im Herrenmodengeschäft, der Ernie, von dem habe ich dann Haschisch gekauft. Und, oder, nee, von jemand anders. So, und genau, ich habe Haschisch gekauft, habe ich gedacht. Und dann kam der Ernie und sagte, was hast du denn da? Sag ich, ja, ich habe hier Haschisch. Und dann hat er so geguckt und hat geprüft und hat gesagt, nee, Helge, das ist Schuhsohle. Das war so ein Stück abgeschnittene Gummisohle, weißt du? Da hatte der mich veräppelt, dieser Typ. Und dann hat der Ernie gesagt, ich habe wirklich Haschisch. Und dann hatte der so Haschisch. Und dann bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und dann habe ich sofort angefangen zu philosophieren. Und dann habe ich so Fragen gestellt. Was mache ich denn mit Latein? Gut, ich konnte gut Latein, aber wie geht's weiter? Soll ich denn Abitur machen? Eigentlich brauche ich das doch gar nicht. Ich habe doch jetzt schon Haschisch, weißt du, so dumm. Man verdoft ja dann. Und ich bin dann wirklich so, bin ich so abgedriftet, muss ich sagen. Ich bin dann nicht mehr gerne in die Schule gegangen. Du bist dann sofort Außenseiter auch, weil die anderen eben nicht gekifft haben oder ganz wenige. Und ich war sowieso Außenseiter, weil meine Eltern nicht vermögend waren und auf dem staatlichen Gymnasium, ein reines Jungsgymnasium, wo dann ein Mädchen angenommen wurde, im Austausch wurde einer aus meiner Klasse zum Mädchengymnasium geschickt. Das war damals so. Und wir tun mir beide leid. Was? Die tun mir beide leid. Der hat es gut gehabt da. Ja.